So, damit aber noch nicht genug. Ich dachte, jetzt wär's das gewesen. Aber nein, meine lieben Freunde. Wir schieben das Ganze natürlich wieder raus. Dann hier rein. Und jetzt müssen wir erstmal wieder fleißig hier ziehen. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist verdammt viel, was man hier machen muss. So. Und jetzt läuft hier die Flüssigkeit rein. Das braucht man natürlich für die Statue. Wir müssen die ja schließlich auch reparieren, ist ja klar. So, und jetzt nehmen wir das Ding mit. Ja, das ist unglaublich, wo man das überhaupt überall hinschieben muss. Das ist echt heftig. Ja. Aber ihr seht schon, ne? Stellt euch mal vor, das wäre blind. Weißt du, wie lange ich da brauche, bis ich das alles hier begreife? So, jetzt müssen wir hier wieder, zack, und wieder herstellen. Und dann hier das Ganze anmachen. Ja, das war's aber immer noch nicht, Freunde. Ja, ohne Scheiß verarsche ich nicht. Das war's immer noch nicht. Ach ja, ah ja, genau, jetzt kommt diese. Ja. Ach ja, die, ich finde die total schwer. Ich mag die überhaupt nicht. Die Medusa. Aber hier sieht sie echt schier raus. In den anderen Teilen ist die nicht so hässlich. Hier ist die speziell hässlich, muss man sagen. Ach ja, unterbricht die meinen echt schönen Combo. Mit dem ich mir so Mühe gegeben habe. Hey, du Dreck, sollst du auf mich zu schlagen? Komm her. Ja. Bam! Oh, ich liebe es. Oh, Scheiße. Oh, 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 oh. Nein! Bin ich tot? Oh, Mann. Ja, ich erwähle. Hat die jetzt Glück gehabt, Freunde? Habt ihr das gesehen? Die Drecksau hat mich voll versteinert. Das war jetzt so Glück für die Sau. Ohne Mist gerade. Aber ich bin ja froh, dass God of War so schöne Kontrollpunkte hat. Bin ich echt froh darüber. Was will ich nur ohne so schöne Kontrollpunkte machen? Seht ihr gut, dass ich die Mana-Kiste vorher nicht benutzt habe? Weil jetzt kann ich die richtig gebrauchen nach dem Kampf hier. Alter, die unterbricht immer, die nervt richtig. Ja, das kannst du knicken. Zweimal falle ich natürlich nicht drauf rein, ist ja klar. Oh Mann, wie ich das liebe. Jetzt sind natürlich alle in der Umgebung versteift. Versteinert, meine ich. Versteift. Ja, und ja, geil auf jeden Fall. Komm her, du Sau. Jetzt haben wir's, Freunde. Bam, 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 bam. Und ausweichen. Und bam, bam. Und jetzt gibt's hier mal links und dann mal rechts und mal links und mal rechts. Da wird Bitchslap und Zulterschelle abgewechselt, Freunde. Zack. Aus dem Maus. Oh ja, ich liebe es. Wow, hab ja voll gerade den schönen Kombo gemacht. Oh Scheiße, er hat ja noch eine Rüstung. Schade, das wäre so ein schöner Combo gewesen gerade. Oh ja, komm her. Und den hier. Oh Mann, wie ihr nervt mit dem Scheiß, was ihr da in der Hand habt. Mit dem Morgenstern oder was das da ist. Ich glaube, nennt man Morgenstern, bin mir gerade nicht sicher. Echt nervig.
Und den hier. Zack. Das war's dann wohl, Freunde. So, jetzt holen wir uns schön hier den Mana. Ne, brauche ich gar nicht. Ich habe von der Medusa so viel Mana zurückbekommen. Und soweit ich weiß, kämpfen wir hier nochmal. Deswegen lasse ich das mal. So, ich nehme hier nur ein bisschen Energie mit. So, jetzt müssen wir hier wieder drehen. So, genug Wiener Araber gesungen. Und jetzt geht das erstmal hier, ne, und so weiter, hast du nicht gesehen. Und dann müssen wir oben in den kleinen Mini-Ofen quasi rein. Oder bilde ich mir das gerade ein? Nee. Nee, schon richtig. So. Boah, ich habe gerade mal 38 Minuten Aufnahmen. Ich finde, wir haben einen schönen Spielfluss drin. Das gefällt mir richtig, meine lieben Freunde. 38 Minuten Aufnahme und so ein schöner Spielfluss. Hey, da kann man jetzt nicht meckern. So, jetzt, soweit ich weiß, kommen jetzt hier kleine Drachenbabys, die uns beim Raufklettern natürlich nerven wollen. Alter! Komm her da. Wie er den einfach rumschießt. Ich liebe es einfach, Freunde. Man kann, wenn man will, kann man den 10 Minuten in der Luft behalten, wenn er so viel aushalten würde. Das ist total cool gemacht. Ich glaube, ich höre noch irgendwo einen Drachen. Nee, ich glaube aber, sobald ich hier hochgehe, kommen wieder welche. Ja, da schau, das haben sie voll mit Absicht gemacht. Ach, und sind schon tot. Ich mag's. So. Das ist hier ein bisschen wie Trine. Weil ich bei Trine bin, das kommt bald hoch. Uah. Hallo, ich will da oben rein. Nein, was war denn das jetzt gerade? Weil ich Trine sag, das kommt bald hoch. Ein Let's Play Together Trine 2 mit dem Hell Gaming und einem ganz, ganz neuen Mitstreiter. Oder besser gesagt, eine Mitstreiterin ist eine Dame. Da könnt ihr euch schon mal drauf... Uah. Ich muss ja doch auf das andere auch noch drauf. So. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Haben wir echt schon ein bisschen was vorproduziert. Ist wirklich ein gelungenes Let's Play, wie ich finde. Hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Und ihr werdet jetzt ja noch früh genug zu Augen bekommen. Wird auf jeden Fall cool. So, jetzt fahren wir hier noch mit dem kleinen Lift nach oben. Sodale. Und da oben müssen wir natürlich die Kette reparieren, weil ihr wisst Bescheid. Sonst geht das nicht. Oh. So, rüber da. Mana lasse ich mal stehen, brauche ich jetzt nicht. Boah, ich glaube, hier oben kommt jetzt voll die schwierige Szene. Bin mir aber gar nicht sicher. Ja, doch. Doch, doch. Das ist so verdammt schwierig, Freunde. Das ist... Jetzt muss ich kurz die Fresse halten. Das ist richtig schwer. Moment. Was kann ich da gebrauchen? Ja, ja, komm, Zeus, können wir echt verdammt gut gebrauchen sogar. Schade, dass wir erst bei der letzten Stufe quasi den Magieangriff freischalten. Ich glaube, den hätten wir jetzt eigentlich sau gut gebrauchen können, bin mir aber gar nicht sicher. Nee, so gut eigentlich nicht, nee, passt schon. So, das ist jetzt verdammt schwer, ihr wisst natürlich gar nicht, wovon ich spreche, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Da habe ich mich echt geärgert, wo ich das Offscreen gemacht habe. Da bin ich dreimal gestorben. Das hat mich richtig aufgeregt. Das finde ich schon fast ein bisschen zu heftig, ehrlich gesagt. Aber gut. Jedes Spiel braucht seine kniffligen Stellen. So viel ist klar. Ich werde jetzt hier die Mana trotzdem mitnehmen. Weil wir brauchen die einfach. Wobei, eigentlich könnte ich Lebensenergie auch gebrauchen. Boah, jetzt bloß keine Scheiße bauen. Entweder oder. Ne, ich nehme Mana. Ich muss das mindestens dreimal schaffen. Deswegen.
So, jetzt geht das hoch, man denkt sich natürlich, ja, ganz easy, ich kann da jetzt einfach raufspringen und zack und zack und zack, und hast du nicht gesehen, aber so einfach ist es nicht. Genau, das kommt nämlich, und das ist nicht mal das, was mir Angst macht, das Feuer, sondern wir haben hier eine Zeitbegrenzung, Freunde. Wir müssen alle Gegner ausschalten, bevor das Feuer zusammengeht, und es sind verdammt viele. Glaubt es mir, wenn ich viele meine, dann meine ich auch viele. Und deswegen, hier musst du richtig abgehen. Hier gibt's, ja, siehst du, und das habe ich schon fail gebaut. Das muss hier zack, zack gehen, da darfst du keine Sekunde lang Scheiße bauen. Es geht sich aber nicht aus, merke ich jetzt schon. Nee, es mehr geht sich nicht aus, geht sich nicht aus. Nee, es geht sich nicht aus, Freunde. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Dieses Feuer darf nicht zusammengehen, bevor nicht die Gegner weg sind. Und das ist halt der Sinn der Sache. Und das schaffe ich eben meistens nicht auf Anhieb. Na, ich bin tot. Seht ihr, das meine ich. Das ist verdammt schwer, verdammt schwer. Und da haben sie natürlich wieder mal extra die Ziegen ausgewählt. Was sonst? Ist ja klar. Das ist, es gibt, wie gesagt, Stellen in dem Spiel, die einfach total übertrieben sind. Und meiner Ansicht nach, naja, scheiße nicht, aber einfach nicht mehr unbedingt im Fairness-Bereich liegen, sondern einfach total übertrieben und überzogen und ja. Die Fähigkeit ist so geil, das Einzige, was mich nervt, ist, dass es ein Quicktime-Event ist, wo man sich so leicht verdrücken kann. So wie jetzt gerade. Meister, sowas hasse ich. Da kriege ich immer so einen Hass, ey. Ja, wir haben es geschafft. Puh. Freunde, sorry für die Stillheit gerade, aber das musste es sein. Ich musste mich da jetzt extrem konzentrieren, sonst hätte mir da wieder gefällt. Und von solchen Stellen gibt es halt ein paar. Jetzt zum Glück nicht so viele, weil das ist schon sehr frustrierend, muss ich zugeben. So, hier drauf. Hier müssen wir natürlich aufpassen und balancieren. So. Und zack. Sehr schön. Okay, Lebensenergie kann ich gar nicht gebrauchen. Aber Mana, und zwar unbedingt.